wir jetzt Herrn Kaschel. Herr Kaschel, auf welche Highlights können sich die Kunden 2020 freuen? Für 2020 haben wir eine ganze Menge toller Sachen vorbereitet. Im Pkw-Bereich gibt es den ganz neuen aktuellen Dreier BMW als Limousine. Oldtimer-Fans dürfen sich auf den Simca freuen, den Simca 1300 Spezial. Und ebenso interessant ist die Heckflosse von Mercedes-Benz, der Mercedes 220, auch ein wunderschöner Oldie, den wir hier zur Messe anbieten. Für unsere Freunde im Bereich Feuerwehr gibt es auch was ganz Tolles, nämlich die Ziegler Z-Cap, ganz nagelneu, genau dem Vorbild entsprechend, nachgearbeitet, dreiteilig, ein Spoilerpaket nach dem Fahrerhaus. Anschließend kommt der Aufbau und das ganze Fahrzeug ist komplett neu, eben wie ich schon sagte, so wie das Original. Und wann erfolgt die Auslieferung der Neuheiten? Ja, hier im Fokus auf der Spielwarenmesse in Nürnberg stehen bei Herpa die Neuheiten für Mai und Juni. Das sind auch die Monate, in denen wir dann diese Neuheiten zur Auslieferung bringen werden. Warum darf Ihr Highlight-Modell auf keiner Anlage fehlen? Naja, Herpa-Modelle sind natürlich exakt gearbeitet. Wir sind ganz detailgetreu, wir verkleinern nicht den Maßstab, wir treffen den Maßstab ganz exakt 1 zu 87, also wir verniedlichen da nichts. Und die Modelle sind natürlich wahnsinnig aufwendig bedruckt, zeigen also ganz genau das Original wieder. Können Sie uns noch einen kurzen Ausblick geben, was uns das Jahr noch erwarten wird? Ganz klar ist natürlich, dass es bei Herpa immer wieder neue Fahrzeuge geben wird. Wir produzieren ja auch sehr viel für die Originalfahrzeugindustrie, Pkw, Lkw. Da darf man natürlich jetzt noch gar nichts dazu sagen. Aber wozu ich schon was sagen kann, wir bringen einen Container-Seitenstapler, also einen Lkw, der den Container transportiert und gleich selber abladen kann. Wir bringen einen ganz tollen Vögele-Straßenfertiger, den wir hier zwar im Modell noch nicht vorstellen, aber wo wir schon mal sagen, das kommt im Herbst. Und mit Military-Bereich, also der Bereich für die Bundeswehr, kommt mit einem sehr schönen Brückenlegepanzer vom Typ Leguan. Ein ganz tolles und interessantes Modell, was auch ein paar Beweglichkeiten dann mit sich bringen wird. Da sind wir schon sehr gespannt. Vielen Dank, Herr Kaschel.